wieder Renate. Der faule Sammy liegt da auf der Couch und guckt mir zu und kommt nicht rüber. Und Snuggy sitzt hinter mir. Snuggy sitzt wieder hinter mir? Ja, ja. Oh, der Liebe. Hm, Snuggy. Dann komm doch mal her. Der Snuggy kommt seit diesem Jahr erst, nach 7 Jahren, immer zu mir. Sitzt auf einmal neben mir, auf der Lehne von der Couch. Und wenn ich ihn nicht bemerke, dann kommt die Pfote so ganz sanft. Dup, dup, dup. Ja, und dann kommt er auf meinen Schoß und legt sich hin. Und dann rutscht er immer weiter runter. Das ist so süß. Aber mehrmals am Tag. Und er bleibt lange, lange, lange. Ne? Bis er entweder auf Klo muss oder Hunger hat. Der ist sehr süß. Und der Sammy liegt dann meistens auf deinem Schoß in der Zeit, ne? Ja. Und beguckt sich das Ganze. Ach ja. So, das ist also die Degusta-Box. Wir sind gespannt. Hier ist ein Rezept drin. Ah, hier sind die ganzen Zutaten, die drin sind. Dann haben wir hier Werbung. Werbung für, wie heißt das? Sommermix. Spritz. Ja, der Sommermix. Herbst haben wir aber trotzdem. Dann haben wir hier, lass dich inspirieren von unserem Kuchensortiment. Aha, Mövenpick Kuchensortiment. Mövenpick hat wirklich, zumindest zum Teil, sehr gute Sachen. Ne? Mhm. Und nicht billig, die Mövenpick-Sachen. So, und dann haben wir hier, was erwartet dich im diesjährigen Adventskalender? Oh, Pesto von Mutti, rotes Pesto zum Beispiel. Also wir haben uns den bestellt, aber wir werden den nicht vorher auspacken. Weil im letzten Jahr haben wir das auch nicht gemacht und das war für uns so schön, uns wirklich jeden Tag überraschen zu lassen. Ja, und deshalb werden wir das nicht für euch auspacken. Vielleicht schade, aber für uns ist es schön. Ne? Genau. Hier haben wir also eine große Packung Edeltropfen in Nuss. Die habe ich bestimmt seit 30 Jahren nicht gesehen oder gegessen. Na, die Werbung im Fernsehen hat man schon gesehen. Du hast die in der ganzen Zeit auch nie gesehen und gegessen. Ne? Hat uns keiner geschenkt. Also sowas kauft man sich doch eigentlich nicht selber. Das muss jemand einem schenken. Es ist also hier Spritz, die Sorte Spritz, Limoncello, Negroni und Rosario. Ja, scheinen Tonic. Neue Sorten zu sein. Ja, die kenne ich auch gar nicht. Und hier steht auch drin, wie man das richtig entsorgt. Das Plastik, das Papier, die Folie. Wir werden es auf jeden Fall probieren. Natürlich. Da sind ja auch weiße dabei. Zwei weiße Sorten. Wir sind gespannt. Edeltropfen in Nuss. Die wären in der Brandnussbox, die wir auch ausgepackt haben, auch drin gewesen. Aber bei Brandnuss kann man ankreuzen ohne Alkohol. Jetzt ist da natürlich nicht sehr viel Alkohol drin. Aber da ich bei Brandnuss angekreuzt habe, wir möchten keinen Alkohol haben, weil wir keinen trinken. Snuggy? Nee, Sammy. Sammy und Kratzbaum. Da wir keinen Alkohol trinken, habe ich da angekreuzt, keinen Alkohol. Das kann man bei Degusta nicht. Deshalb bekomme ich sie hier. Und das ist ja jetzt nicht so Alkohol, als wäre das... Genau, das ist ja nicht so alkohollastig. Genau, oder Bier oder so. Ja, das kostet auch was. Und das kostet 3,79. Ach, das ist nicht so teuer, ne? Nee, das geht an für sich. Für 250 Gramm. Wenn ich denke, was eine normale Schokolade inzwischen schon kostet, ne? Obermartine. Oh, wie toll. Hier, Naked, von Naked heißt die Firma. Fruit and Fiber, Apple and Cinnamon, also Apfel und Zimt. Und das ist mit Datteln. Oh, das ist bestimmt super lecker. Ich mag das. Ich liebe Datteln. Und ich liebe solche Fruchtriegel schon immer. Früher gab es die nur im Reformhaus, da habe ich mir die immer gekauft. Und jetzt gibt es sie überall. Hier von Naked. Toll. Ja. Mag ich, freue ich mich. Ich sag da gar nichts, weil du magst es garantiert nicht. Doch, stimmt? Ich mag das auch. Ja, gut, dann. Aber ich will die ja nicht wegessen. Du magst sie nicht. Doch, ich mag die. Ich mag die. Okay, dann lass ich sie gerne dir. Nein, ich will sehen, wie du die isst. Nein, ich esse, wenn, dann höchstens eine. Gerne. Ich will sehen, wie du die isst. Ja. So. Die stehen gar nicht hier. Okay. Das ist das Zusatzprodukt. Das ist bestimmt das Zusatzprodukt, weil ich ja Prime habe. Nee, es ist wirklich nicht so. Jetzt immer noch Sammy am Kratzbaum. Ja. Ich weiß es nicht. Kann der andere sein.
Wir haben natürlich einen ganz hohen Kratzbaum und dann haben wir neuerdings so eine flache Scheibe ist das und da sind 5 Stämme drauf, einfach Stämme und die sind, jeder ist unterschiedlich, also einer hat dann Sisal drumherum und einer, also die sind ganz unterschiedlich und die, unsere Zwergkater lieben diesen, dieses Ding. Vor allen Dingen kippt er ja nicht um, weil er diese große Platte hat und da können die sich so richtig dranhängen. Ah, oh, die haben Spaß damit. Beide. Nee, das ist hier nicht drauf. Nein, definitiv nicht. Dann ist es bestimmt das Zusatzprodukt. Das ist ein gutes Zusatzprodukt. Hast du mal, du hast reingeguckt? Nein, nicht reingeguckt. Ich habe nur drauf geguckt. Ja, ich packe mal aus. Ich mache den Riegel jetzt nicht auf. Das ist ein so Fruchtriegel vielleicht. Ja, das habe ich ja gesagt, Fruchtriegel. Es scheint ein Fruchtriegel zu sein. Es sind Fruchtriegel, es scheint ein Fruchtriegel zu sein. Super. Ja, das ist toll. Da freue ich mich. Und ich freue mich, wenn du die isst. Wirklich. Ja, ich esse nur einen. Ich will das sehen, wie du den isst. Auf isst. Nicht nur reinbeißen. Ja. Da haben wir den Mövenpick Brownie. Boah, der ist ganz schwer. Ja, die sind immer schwer. Brownies sind nicht immer schwer. So. Nein. Oh. Nein, ohne Palmöl, das ist sehr gut. Das ist deren Produkt, nee, nicht deren, von der Lebensmittelpraxis. Zeitschrift, ist es das Produkt des Jahres. Zum Teilen. Ja, natürlich ist das, wer isst denn sowas alleine? Das steht da, zum Teilen. Wie viel ist das? 300 Gramm. Bis 3.12.24 mindestens haltbar. Ja, aber das können wir demnächst mal, wenn Besuch kommt, ne? Genau. Auch das geht, finde ich. 3,19 Euro. Ja. Für Mövenpick, also... Und dann haben wir die hatten wir den Meter, die haben wir noch nicht, Vital Rusti, mit Weizensauerteig zu machen. Nein, die hatten wir noch nicht. Die sind im Gefrierschrank. Die hatten wir noch nicht. Aber so ähnliche. Ja, so ähnlich gibt es viel, so ähnlich ist Brot. Ne? Nein, das waren auch Brötchen. Wir mögen sehr gerne Vollkorn und Brot und Brötchen. Ne? Genau. Mit Weizensauerteig zubereitet, also großartig. Großartig, das mögen wir. Ja, wir haben immer sowas im Gefrierschrank. Da kann man jederzeit was rausholen, kurz aufbacken. Wunderbar. Ne? Ja. So, und die. Ah, hier sind sie. Die kosten 2,99 €. Da steht, die bekommen, die Biobrettchen bekommen ganze 24 Stunden Zeit und Ruhe. Das entscheidet ja den Geschmack überhaupt, wie viel Zeit der Bäcker dem Teig gibt. Zu Hause dann ab in den Backofen und nach nur 10 Minuten ein volles Aroma, eine knusprige Kruste und eine lockere Krume genießen. Purer Genuss in Demeter-Qualität aus 100% natürlichen Zutaten. Das ist toll. Sehr schön. Und ich glaube, sicher, mit einem so einem Ding bist du dick gesagt. Die sind echt groß. So, was haben wir hier? Soba. Cup Noodles, Japanese Curry. Ist das scharf? Ist das scharf? Weiß ich nicht. Japanese Curry. Serviervorschlag, ne? Ja, Serviervorschlag. Muss ich dann mal lesen, was da so drin ist. Ob du das magst oder ich glaube. Ich weiß nicht, ob das Gemüse da drin ist. Nee, normal. Ich würde mal extra. Würzsoße entnehmen, kochen, Wasser, muss der Deckel schließen. Wo steht denn, was drin ist? Wo steht das denn? Hier, Weizenmehl, Palmöl. Palmöl nicht gut. Kochsalz, Geschmacksverstärker nicht gut. Mehlbehandlungsmittel, so und so. Viele E's sind drin, nicht gut. Säureregulator, Zucker, Säuresoße. Also es sieht nicht so aus, als wäre da irgendwas an Gemüse drin. Ja, dann kannst du es ja essen. Aber gut ist sowas nicht. Ne? Mit all den Geschmacksverstärkern und so. Da gab es 4 verschiedene Sorten. Eine Sorte pro Box. Cup Noodles, Soba Classic, Chili, Yakitori Chicken oder Japanese Curry. Das ist jetzt Japanese Curry. Und dann haben wir Ricola. Frische Kräuter, nee, Kirschekräuter, nicht frische Kräuter. Ohne Zucker. Die Sorte des Jahres.
Ja, das kennen wir auch noch nicht. Hm? Nee. Also wir haben immer im Auto und ich auch in der Handtasche Hustenbonbons. Kann man immer brauchen unterwegs. Ne? Genau. Und die. Und wir haben eben die Pfefferminz von. Ah ja, und Pfefferminz haben wir Action. Auch drin von Action, die kleinen Dreiecke. Und Wilhelmina, die großen runden Dinger. So, hier Ricola, das ist das Produkt des Monats und kostet 2,19 Euro für 75 Gramm. So, Sammy, du willst nicht an den Möbeln kratzen, ne? Nein. Sofort die Pfoten weg. Nein, wollte er gar nicht. 2,19 Euro. Ich finde das verhältnismäßig teuer. Ne? 75 Gramm, 2,19 Euro. Ja, weil es Ricola ist. Ricola. Du bezahlst dann immer den Namen mit. Hier, Organics von Red Bull, Simply Cola. Strong and natural. Da, ein Cola von, hatten wir auch schon. Kennen wir. So, die kostet 1,29. Naja, das sind alles Sachen, die wir nicht trinken würden, wenn sie nicht in den Boxen wären. Genau. Meistens müssen wir das alles mit Sprudelwasser verdünnen, weil es sehr süß ist alles, ne? Ja. Was haben wir hier? Haferfrüchte, Reisfett. Ach bitte, Leute. Ich kann es noch immer wieder sagen. Es ist. Aber es sind richtige Haferkörner drin. Also gedämpfte Hafer aus vollem Korn. Das ist mal was anderes. Aber all die Sachen mit Haferflocken. Overnight Oats, Three Bears, was nicht alles da, Porridge. Das kann man so simpel selber machen. Also man kauft sich Haferflocken. Am besten die von Köln mit 2L. Und macht das, da ist überhaupt nichts zu machen. Das ist einfach ganz simpel. Aber das hier ist natürlich mit richtigen Körnern, gedämpfter Hafer aus vollem Korn. Das ist was anderes. Darauf bin ich sehr gespannt. Schnell zubereiten und genießen. Mikrowelle oder eine Pfanne? Mhm. Vorsicht, der Beutel wird heiß, wenn man das in die Mikrowelle steckt. Sammy hat wieder einen Knall. Mhm. Tja, warum nicht? Und dann Milch oder Milchalternative dazu. Ah, ich habe ja Hafermilch da, ne? Mhm. Ja, werde ich probieren. Das ist aber viel, ne? Das ist für mehrere Leute. 1,89 kostet das. Eignet sich auch ideal als Beilage zu würzigen Gerichten. Tja. Warum nicht? Wer weiß, ne? Ah, Aprikosen, halbe Frucht, leicht gezuckert. Von Del Monte. Tja. Aprikosen habe ich auch ewig nicht gehabt aus der Dose. Ewig. Ja, ich habe die nie gern gemacht. Die haben Pelle, ne? Ja, ich weiß. Aber ich glaube, die in der Dose sind entpellt. Ja, auch vom Geschmack her. Also lieber dann Pfirsich. Ein bisschen säuerlich, ne? Das heißt, lieber Pfirsich. Lieber hast du Pfirsich. Aber ich esse die, kein Problem. Die würden schon gut hier mit dem Haferzeug zusammenpassen. Ja. Siehst du, dann hast du eine Mahlzeit. Ja, toll, ne? Oder auch zwei. Mehrere. Mhm. 2,29. Hier. Eignen sich hervorragend zum Backen, Kochen, für Desserts, exotische Fruchtsalate, Cocktails, Smoothies und vieles mehr. Da. Und hier haben wir jetzt Mr. Tom, Peanuts in Salted Caramel. Das magst du aber, Mr. Tom. Ja. Die hast du schon öfter gekauft. Hab ich. Ja, dreimal Mr. Tom. Aber in letzter Zeit habe ich die nicht mehr gekauft. Nein, das stimmt. Aber hast du schon. Ja. Jetzt sind sie ins Haus gekommen, jetzt musst du sie essen. Ja. Die kosten 1,69. Ja. Da haben wir zweimal von Cliff Mini Crunchy Peanut Butter. Eigentlich ist gut, dass die endlich Minis davon haben, denn diese vollen Riegel, das ist, ersetzt echt eine Mahlzeit. Da ist so viel, die sind so gehaltvoll, dass man wirklich satt ist von einem Riegel. Gut, ich mache kein Free Climbing oder sowas, aber deshalb brauche ich das eigentlich nicht. Du hast den nie probiert, ne? Ne. Aber die schmecken ganz gut.
1,19, das kleine Ding kostet 1,19. Finde ich aber auch sehr teuer. Das ist schon teuer, ne? Ja. Das ist hier pro Riegel 111 Kilokalorien. Und wenn man den großen Riegel hat, das ist wirklich wie eine ganze Mahlzeit. Ja, ist das Crunchy Peanut Butter. Oh, ja. So sieht's aus. So, was haben wir hier Schönes? Ah, Überraschung, Überraschung. Ja. Das gab es in der Brandons Box auch. Ja, genau, da scheint Dr. Oetker das Zeug rauszuschmeißen. Ja, Chocolate Pudding, Chocolate Cream und Triple Choc Mousse. So, ja. Ganz viel Chocolate, Dr. Oetker. Ich weiß nicht. Jetzt kann ich wirklich langsam hingehen, mich an die Straße stellen und das Zeug verkaufen. Also wir kochen das dann erst auf und dann verkaufen wir es. Oder ja. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob man es kochen muss oder wie es ist. Wir verkaufen das so in den Tüten. Und die kosten jeweils 1,99. Finde ich auch sehr teuer. Und hier haben wir Sambal Manis Paste. Ja, das ist glaube ich wieder scharf, ne? Sambal Oleg ist scharf, Sambal Manis weiß ich gar nicht. Steht nichts drauf von scharf. Eine Tube Gewürz, Asia-Gewürz. Auch da gab es schon wieder Alternative Sambal Oleg oder Sambal Manis. Sambal Oleg hat seinen hohen Schärfegrad, während Sambal Manis zusätzlich eine leicht süßliche Note an deine Gerichte zaubert. Also zusätzlich zum Scharfen anscheinend. Das weiß ich aber nicht, ob ich das mag, wenn das scharf ist. Mag ich das nicht. Und dann haben wir noch ein Teil. Und das ist Kuroba. Original Flavor. Ja, von Feltins. Kuroba. Gut, das hat den Originalgeschmack von Kuroba. Ich kenne Kuroba überhaupt nicht, keine Ahnung. Wir werden es dann merken. Kuroba. Ich gucke mal, was hier steht zu Kuroba. Feltins V und Kuroba. Der exotische Biermix V plus Kuroba aus 80% Bier und 20% Mischgetränk mit dem Flavor der südamerikanischen Kuroba-Frucht begleitet jeden Partygänger. Mhm. Gibt es als 0,33 Sixpack und als 0,5 Liter Dose. Und die 0,33 Mehrwegflasche. Und die kostet 82 Cent. Boah. Gut, also ich finde den Inhalt in diesem Monat ein bisschen besser als die Brandnuss Box. Ja. Ja. Doch, einiges besser als die Brandnuss Box. Schade, dass ja auch wieder dreimal Schokoladezeugs drin ist. Naja gut, wir hätten jetzt natürlich in der Brandnuss Box anstatt zweimal dieses Hot Chili, da hätten wir natürlich jetzt auch da die Nuss drin. Weil die kein Alter. Ja, hatten wir aber nicht. Nee. Hatten wir aber nicht. Aber das liegt an uns. Ja, aber wenn ich jetzt ankreuze, doch Alkohol, dann kriegen wir ständig Bier und kleine Whiskyfläschchen und sowas. Ja. Das ist. Wir haben sie jetzt einmal, das reicht dann auch. Das reicht dann auch. Und hier ist, was braucht man denn dazu? Was davon? Ah, Sambal Oleg kam hier rein. Rezept für Sambal Oleg, aber wir haben Sambal Manis. Wenn ich wüsste, ob das scharf ist oder nicht. Wenn ihr da Erfahrung mit habt, bitte sagt mir, ist Sambal Manis scharf? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, das je gegessen zu haben. Hier, wie Nasi Goreng. Ja, ich liebe Nasi Goreng. Und Bami Goreng auch. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt scharf ist. Wir werden es feststellen. Vielleicht sagt es mir besser, bevor ich das anbreche und dann nicht mag, das ist ja auch blöd. Ne? Sonst geht es direkt zur Schwägerin. Ja, ihr Lieben, das ist also die Degusta-Box und ich finde die wirklich besser als die Brandnuss-Box diesen Monat. Auch abgesehen von den edlen Tropfen in Nuss. Ne? Also doch, weil hier wirklich eigentlich mögen wir fast alles, oder? Jo. Ja, da. Weiß nicht mit dem Scharfen. Aber das magst du auch hier, die Nudeln. Und dann die Vollkornbrötchen. Also, find's gut. Find die Box gut. Ja, haben sie gut gemacht. Und ich bin sehr gespannt hier auf
Frühstück, das ist echt viel, 200 Gramm. Ich denke, das ist mindestens für zweimal Frühstück. Genau. Weil du das ja nicht isst, wie ich dich kenne. Okay, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles, alles Liebe und Gute wünsche ich euch. Bleibt gesund. Wer turnt hier um mich rum? Sammy. Der Sammy. Okay. Also bis demnächst. Tschüss.